Nicht zuletzt der Fall Anis Amri hat auch dem letzten Gutgläubigen vor Augen geführt, dass die Sicherheitsbehörden die Gefährdungslage in Deutschland nicht mehr im Griff haben. Ein mehrfach vorbestrafter Krimineller mit intensiven Kontakten ins Salafistenmilieu konnte monatelang zwischen Berlin und Nordrhein-Westfalen hin und her pilgern und den Terroranschlag in Berlin planen, ohne von der Polizei behelligt zu werden. Das gemeinsame Abwehrzentrum des Bundes und der Länder befasste sich insgesamt 7-mal mit Amri, ohne wirksame Maßnahmen zum Schutz der Bürger zu treffen. An dieser Situation hat sich bis heute nichts geändert. Es leben weit mehr als 500 islamistische Gefährder in Deutschland. Die Behörden sind personell nicht in der Lage, deren Aktivitäten zu beobachten. Der nächste islamistische Anschlag ist somit vorprogrammiert. Auch die Innenministerkonferenz hat bei ihrer letzten turnusmäßigen Sitzung keinerlei wirksame Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die Terrorgefahr zu minimieren. Der Rechtsstaat in Deutschland hat kapituliert, als er zuließ, dass Hunderttausende Asylbewerber im Jahr 2015 illegal und unregistriert nach Deutschland einreisten. Laut der deutschen Polizeigewerkschaft konnten seinerzeit nur etwa 10% der Zuwanderer registriert werden. 90% reisten also ein, ohne dass die deutschen Sicherheitsbehörden wussten, wer sie waren, woher sie kamen und was sie in Deutschland vorhaben. Diese Politik der offenen Grenzen hat den Fall Amri erst ermöglicht. Aufgrund dieser Politik leben noch immer unzählige tickende Zeitbomben in unseren Städten. Der uns Deutschen zugemutete Asylwahnsinn und der islamistische Terrorismus sind zwei Seiten einer Medaille. Dies alles sind Gründe, die falsche Toleranz zu beenden. Ähnlich wie in Ungarn wollen wir Nationaldemokraten an der Grenze Registrierungszentren schaffen, in denen die Asylverfahren fernab der Bevölkerung durchgeführt werden. Abgelehnte Asylbewerber können dann schon an der Grenze abgewiesen werden. Darüber hinaus fordern wir die Einführung einer zentralen Anti-Terror-Datei, in der sämtliche Asylbewerber mit Lichtbild, vollständigem Namen und letztem Wohnort erfasst werden. Die Bundestagswahl am 24. September stellt eine Richtungsentscheidung dar, ob und wie die Sicherheit in Deutschland wieder gewährleistet werden kann. Wer die etablierten Parteien wählt, ebnet Massenzuwanderung und Multikulti-Terror den Weg. Wer politische Notwehr gegen Überfremdung, Asylbetrug und Islamisierung leisten will, muss am 24. September NPD wählen.